So, da bin ich wieder. Musst du mal auf dein scheiß Handy gucken. Bro, ist doch gut. Ich pausiere ja immer. Auch wenn es nervig ist. Aber es wäre noch nerviger, wenn ich ja das weiterlaufen lasse und die Sprachnachricht anhören würde. Das, weil Sprachnachrichten müsst ihr sowieso nicht hören. Das wäre zu privat. Ja. Und schon geht der nächste Kampf los. Matrose, was? Moni? Ach, Monty. So. Er kann mir ja mal Moni geben nachher. Ah. So. Einmal wieder Zystrahl. Bam. So. Der ist einfach zu overpowered. Juhu. Jetzt ist er noch overpowerter. Ah. Könnt ihr auch mal das Pokémon wieder wechseln, weil, ja. Level 22 ist doch ein bisschen... Weil ich habe da wirklich noch welche, die noch leveln müssen. Ich werde meinen Bro nach vorne schicken, weil... Der muss unbedingt leveln. Aber hier kann ich nicht... Erstmal ausruhen. Ah. Schön, Liegestuhl sitzen. Hm, schön. Ich bin durstig. Ich könnte im Strandhaus etwas Sprudel kaufen. Ja, pff. Kannst auch mal ins Wasser springen und ein bisschen Salzwasser trinken. Ich meine, ist ja auch Wasser, weißt du? Ja. Boah. Vertrinkst du auch eine Qualle mit oder so? Hast du etwas zu essen? Na gut, das Thema hatten wir schon, aber... Boah. Bah. Naja. Zickzacks. Level 13. Oh. Alter, der muss auf jeden Fall leveln. Also, ganz ehrlich. Surfer? Ein Zickzack kannst du... Was? Okay. Naja, das ist mir neu eigentlich, aber naja. Aber gut zu wissen. Da brauche ich kein Wasser-Pokémon, weil ich halt einen Zickzack hab. Obwohl, das kann ja schon zerschneiden. Das wäre ja ein VM-Opfer quasi, denn. Bist du noch mit mir kämpfen? Nein! Nicht schon wieder. Och nö. Die gehen mir immer auf den Sack. Ach, das ist ein Item. Kann ich nicht mal das Item nehmen, ohne in den Kampf verwickelt zu werden? Oh. So ein Sonnenschirm sieht doch aus wie eine riesige Blume, findest du nicht? Ja, dann riech doch mal dran. Vielleicht riechen die auch gut. Also ich weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie die Bonbons heißen. Die sehen aus wie so eine... Ja, die Sahnebonbons quasi. Von... Oh, ich weiß gar nicht... Ich weiß den Namen jetzt nicht. Ich weiß den Namen jetzt nicht, sorry. Die sehen aber auch weiß-rot aus. Was? Doppelkampf? What the fuck? Warum? Die sieht man unter den Sonnenschirmen gar nicht. Lola und Plancha Carlo möchte kämpfen, ja. Azurill. Tentacha. Tentacha ist... Oh, da brauche ich echt... Da brauche ich eigentlich ein Elektro. Aber es ist nicht so schlimm. Ja, Bro, beiß mal wieder in die Qualle. Das kennst du ja. Hast du kennen und lieben gelernt einfach. Ja, Wasser gegen Wasser ist so blöd. Werde ich mal... Rosi wäre eigentlich ganz gut. Schicke ich mal Rosi vor. Weil Pflanze und Wasser, ja, ne, habe ich ja schon mal erklärt. Alter, wehe, vergisst es. Jetzt. Hä, bringt ja auch sehr viel. Na.
Ich dachte, das war Anziehung, Alter. Oh, ich wäre so durchgedreht. Alter. Erstaune. Absorber. Naja. Mal gucken. Mann, das bringt ja so wenig. Das ist ja blöd. Ja, natürlich. Dein Vater, ey. Ja, Scham. Du wirst vor Scham untergehen. Ah. Naja. Ja, Absorber bringt nicht viel. Erstauner, ich weiß ja nicht. Keine Wirkung. Ah. Ja, ich weiß ja nun, ich weiß nicht alles. Ich bin ja nicht dort bei Allwissen. Tschüss, Herr Tara. Man sieht sich in der Hölle. So, ja, Tentacha, Planchacado, ja. Schon wieder ein Tacha. Och Mann. Blöd. Wir wissen's. Ah. Einmal gebe ich ihm die Chance noch. Erstaunen hat er keine Wirkung. Ich will mal Naturkraft ausprobieren. Erdbeben. Toll. Ich habe mein eigenes Pokémon geownt. Ja. Das hatte ich bisher auch noch nicht. Alter. Wie krank war das denn bitte? Am wenigsten habe ich die anderen beiden gewonnen-hittet. Naja, was heißt gewonnen-hittet? Aber eins. Also Tentara habe ich wenigstens gewonnen-hittet. Kann ich nachher wieder. Oh, ich muss ja zum Pokémon Center denn, ne? Oh Mann. Oh, gerade mein Fifi-Mut gewonnen-hittet. Na, gewonnen nicht, aber besiegt. Dafür werde ich Rache nehmen, aber ordentlich. Los, Zombites. Oder Zombites. Oder Zub. Ach, ist egal. Noch ein Rarul, ganz ehrlich. Keine Wirkung? Wieso? Ja. Wie gesagt, man kann nie alles wissen. Das ja. Ja, bringt nicht viel. Kratzfurie. Keine Ahnung. Wow. Sauber. Das ist ja super. Na gut, Level 22. Ich meine, was will man da erwarten? Ne? Aber ist super geworden. Freut mich. Mami! Oh oh, schade. Tja. Alter, 96, ganz ehrlich. Na gut, das sind Kinder, aber ich meine. Nein! Warum? Verdammt. Ein Trank. Ja toll, Trank kann ich auch gebrauchen, ne? Warte mal. Zickzacks. Kann ich ihn mit dem wieder eine Nummer schieben? Warte mal. Ja, verdammt. Ach nee, geht gar nicht, weil er sich dauernd dreht. Das ist ja blöd. Verdammt. Ja! Blowjob! Ja! Na, an der Seite scheiße. Dreh dich! Ja, Blowjob! Mm. Noch ein Blowjob! Ja, Blowjob! Mm. Ja! Dreh dich doch nochmal! Ja, noch ein Blowjob!
Ja, von hinten. Noch ein Blowjob. Oh, komm. Ach man, ich war schon wieder scheiße. So. So, Trainer, seid ihr in Eile, müsst ihr wieder fort. Erfrische euren Papas Ort. Leck mich! So, ich muss jetzt mal ins Pokémon Center. Wir sehen uns gleich wieder hier, weil das will ich skippen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ne, also alle im Orten. Alles super. Araltechnisch. Mit denen auch noch geredet, ne? Ey Alter, ich hab gerade den Zigzags gefickt. Oder. Scheiße. Na gut, ist ab 16. Was hältst du davon? Seine Hände sehen auch aus wie Arschbacken, aber na egal. Das Wasser in diesen Breiten ist sauber. Aber ich sammle zusammen mit meinem Zigzags, was du gerade durchgenommen hast, den Müll am Ufer auf. Verschmutztes Wasser wird zu Regen und gelangt in die Flüsse, aus denen wir unser Trinkwasser gewinnen. Ja. Verschmutzen wir das Meer, bekommen wir Schmutz wieder zurück. Verdammt. Ja, Blowjob. Blowjob. Komm. Blowjob. Na gut. Oh Mann, das dreht sich zu schnell. Das ist blöd. Na ja, gut. Ah, ich wollte auch keine Scheiße mehr machen. So, dann gehe ich mal da rein. Und dann werde ich mal die Trainer machen. So. Ich werde dir zeigen, wie toll meine Pokémon sind. Aber heul bloß nicht los. Pass mal du auf, dass du nicht rumheulst, ne? Mal ganz ehrlich. Du bist doch präsistiniert für rumheulen, du kleines Gatschgör, ne? Hm? Na zu. Boah. Ja, von mir aus. So. Vor allem das Azurill, das sitzt auf seinen eigenen Schwanz. Wenn ich auf meinen Schwanz sitzen würde, ne? Das wäre mir sehr, sehr unangenehm. Ja. Vor allem, wenn man dann Ständer kriegt, dann... Na gut, ich will nicht weiter darauf eingehen. Würde noch wer wehtun. Meow. Nö. Mein Bro muss leveln, auf jeden Fall. Wieso misst du mal deinen Fuß hoch, Meryl, hä? Tut dir der Fuß weh, oder was? Was geht? Ja, dein Vater, ey, ganz ehrlich. Obwohl, das ist gar nicht gut. Wenn der eine offensive Attacke einsetzt, dann sieht es schlecht aus. Weil der wird das... Dann verliere ich sehr viel KP. Aber er ging alles gut. Ich habe verloren, aber ich heule dich, aber ich heule nicht. Bist du dir sicher? Ich bin mir nicht so sicher, ha? Wenn doch nur eins meiner Pokémon wüsste, wie es mich über das Wasser tragen kann, dann wäre ich den ollen Schwimmreifen los. Alter, draußen steht eine Olle. Die hat einen Zickzacks, was komischerweise Surfer kann. Frag die doch einfach mal, ob sie dir das beibringt. Ne? Naja. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Tach. Du hast grüne Haare. Ich würde mir die Haare mal waschen. Weil wenn die Haare schon Schimmel ansetzen und sie grün werden, ja. Feurig heiße Kämpfe, aber...
stehlen Trainer... Was? Aber stehlen was? Verstehe ich jetzt nicht. Hätten wir es vorher durchlesen müssen. Schönheit Cordula, ja. Goldini. Ja. Ah, erstmal ein bisschen Biss-Spam ein. Ja, Alter, leck mich auch am Sack, ey, das ist doch nicht. Oh oh. Dass das so viel abzieht, Alter, das. Das ist doch krank. Nein! Wow! Hab ich ein Glück. Das ist ja so... Boah. Hab ich ein Glück gehabt eben. Was ist denn... Rosi ist am besten auch. Muss ich eh trainieren. Ja. Vor allem, Rutenschlag heißt ja Schwanzschlag, auch wenn sich's falsch anhört. Wo bitteschön hat ein Fisch einen Schwanz? Ich will es gar nicht wissen. Vor allem ist das ja weiblich. Das kann gar keinen Schwanz haben. Das ist, selbst im zweideutigen Sinne nicht. Ja. So. Super. Tschüss. Alter, 104. Juhu, Level 17. Super. Jetzt muss ich schon wieder ins Pokémon Center, Alter. Na gut, das zeige ich euch mal, wo das Pokémon Center ist, obwohl ich es auch nicht gleich gefunden habe, weil das einfach gelitten ist. Hört sich an wie so ein Weihnachtssong. Weiß gar nicht, wegen den Glocken und so. Naja. Zumindest zuerst. Das, ja. Alter, was hier nachher abgeht, ne? Das will ich auch mal wissen. Scheiß! Team Aqua! Einfach mal in die Eier! Treten. So. Sorry, muss nochmal sein. So, dann werden wir mal erstmal wieder in das Haus, wovon ich vorbeigelaufen bin. Gerade. Naja. So, die habe ich schon besiegt. Das ist super. Gehen wir von hier aus. Mann, ist der kurzsichtig, ey. Ganz ehrlich. Wenn du Lust auf einen heißen Kampf auf hoher See hast, findest du keinen lohnenderen Trainer als mich. Okay. Was ist Feuer-Pokémon oder was? Weil, na gut, für Matrosen wäre es sehr untypisch eigentlich. Ein Winkel, naja. Packe ich wieder mal den Winkelmesser aus. Ah! Den habe ich schon so oft gebracht, dass... ja. Ja, verpasst ihm mal eine Dusche. Wird er wenigstens mal sauber. Alter, der hat schon geduscht. Ja, gut, er hat keine Seife, aber... Das geht. Juhu, Level 16. Super. Nach Holo. Boah. Ach ja, Kampf ist ja effektiv. Das muss ich sie wechseln. Psycho. Du bist dran. Ja, wie er schon erklärt hat, ist Psycho sehr effektiv gegen Kampf. Und ja.
sie strahlen. Tschüss, Machrollo. Geh sterben. Tentacha. Ja, jetzt kann Dings hier, kann mein Bro wieder kämpfen. Oh, das sieht nicht ganz so gut aus, aber probieren wir es. Ein bisschen kämpfen ist ja auch mal nicht schlecht. Erstmal wieder schön in die Qualle beißen, auch wenn es sehr, sehr ekelhaft ist. Ja. Ja, genau, ey. Ja, Alter, was geht? Wenigstens ist er nicht mehr verwirrt und landet ein Volltreffer. Super. Ja, Gegengift habe ich ja auch noch dabei, also. Ist mir Wurst. Ey, der braucht nur einen Trank und dann ist er wieder geheilt. Außer ich renne rum und ja. Gegengift. Habe ich kein Gegengift mehr? Sag nee, ich habe kein Gegengift mehr, Alter. Okay. Ah, ich habe doch noch Beeren, oder? Paralyse. Schlaf. Alter! Ich ein Schwein, dass ich noch Dings habe, ey, ganz ehrlich. Tschüss! So. Einen Trank bitte zum Mitnehmen. Für meinen Bro das Beste. So. Gehen wir mal zu den alten Kauz. Das hier oben. Also das, der gelbe, der pink, die zwei pinken und der gesprenkelte, das sehen aus wie Donuts, Alter. Das sind so Donuts mit Glasierung, so mit Zuckerguss und so. So Donuts einfach. Naja. Du bist brandheiß, die Kämpfe glühen geradezu. Ja, dann verbrenn dich nicht mal. Ah. Ich bin mehr als zufrieden. Du hast deine Fertigkeiten bewiesen. Zum Dank schenke ich dir etwas. Es sind 6 Flaschen Sprudel. Sprudel erhalten. Und ist mal Sprudel in die Erdentasche. Ja. Möchtest du etwas Sprudel kaufen? Pokémon lieben ihn. Und nehmen ihn von hinten. Nein. Nein! Ja, dein Vater ist schade. Gut. Ja. Ich werde erstmal speichern und eine ganz kleine Pause machen. Und... ja. Ich würde dann mal sagen, bis gleich.